So, weiter geht's. Ja, das sind wieder diese Trampler, ne? Da will ich eigentlich nicht lang. Da sind wir schon vorbei. Jetzt geht's aber hier weiter. Jetzt gehen wir nach Scheuerfels. Versprochen. Obwohl ich eigentlich ja schon eine neue Rüstung haben wollte, aber bis jetzt hat das Spiel halt noch gesagt, nee, kriegst noch keinen Stuff. Also von daher ist das halt so. Muss ich gucken, dass ich vielleicht ein bisschen mit Outfit-Modifikation. Tarnung. Ja, Tarnung brauche ich. Tarnung und Fernangriffsschutz. Bringt mir alles nichts. Ich glaube, ich sollte kleinere Brote backen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Was ist denn hier so extrem los? Warum sind denn die FPS jetzt so weit nach unten? Bei dem Spiel bin ich mir echt nicht so ganz sicher. Wildschwein! Ja, wie gesagt, ich brauche halt fettes Fleisch, ne? Das tut mir jetzt leid. Warte mal, das müsste doch mit dem Bogen eigentlich auch gehen. Ich will mal was gucken. Karcher macht Bogen. Feuerabriss, Feuerabriss. Ich würde gerne gucken, dass ich da mal vielleicht ein bisschen Schaden reinsetze. Dass ich den nämlich gut... Nur, ich habe mich schon gedacht, was sind denn das für Freibeuter? Ah, stimmt. Ja, ja, die sind ja... Die sind nicht unbedingt böse. Stimmt, da war ja was. Das hier muss Scheuerfeld sein. Marats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein. Viele Schattenkaja haben Erza überfallen. Das müssen viele gewesen sein bei ihrer Kampfkraft. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. So. Erstmal gucken, was ich verkaufen kann. Ich habe ganz viele Herzen und so ein Kram. Auch Schnappmäuler. Die kann ich... Ich glaube, davon kann ich sowieso relativ viele verkaufen. Ich brauche einen neuen... Ich brauche eine neue Pfeildingsbums. Warum kann ich nicht mehrere Modifikationen verkaufen? So, dass ich sagen kann, okay, jetzt alle Grünen weg und fertig. So, ich will mal gucken, was kann ich denn bei dem kaufen? Pfeilbrecherin brauche ich nicht. Überlebende? Ja, das ist so ein Allrounder. Eisjäger. 800 Metallscherben. Lecco mio. Machen wir das doch mal. Jägerbogen, ja nee, da habe ich ja schon was Besseres. Ja, Schleuder bräuchte ich und Stolperfalle. Oder Seilwerfer. Ja, eigentlich bräuchte ich mal ein paar Waffen. Lanzenhorn. Rassler, nee, Rassler brauche ich nicht. Aber den hier könnte ich schon gebrauchen. Habe ich auch alles da, was ich brauche?
Das ist super. Weißt du was, ich mach das Fenster zu. Meine Güte, es ist ja grausam hier. Ja, Metallherzen. So viel werde ich nicht kriegen. So, finde Marats Agenten. Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen und er hatte es eilig. Wollen wir den mal verfolgen. Ihn bei meiner Stahlseele zeigen, wie man säuft. Bei meiner Stahlseele zeigen, wie man säuft. Okay. Ich würde mal sagen, das war der. Das ist Marats Agent. Derwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeigt. Sorry. Zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach. Ach ja, die Derwal-Quest. So. Gut, mein Beutel ist voll. Bin schneller da. Ne, 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 ne. Ich schürf mir alles auf. Entschuldigung. Verwüster. Hallo. Die sehen den Sägezähnen ziemlich ähnlich. Ich habe keine Wahl. Wie hast du mich denn jetzt nicht getroffen? Oh, guck mal, der humpelt, der Kleine. Aber Bursch. Da könnte man ja fast Mitleid bekommen. Fast. Na, komm, hol's dir jetzt. Will zwar jetzt nichts sagen, aber... Ja, ich weiß nicht, wie der Metallvogel da fliegen kann, aber der macht mir leicht Angst. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so einfach wird.
mit dem. So, Metallscherben habe ich, finde ich, einige. Zünder, Lohe, ja, von mir aus alles her damit. Ich habe das Gefühl, Drähte werden wieder knapp. Reinholz geht wieder mittlerweile. Das läuft ganz gut. Aber es sind immer 7, ne? Mittlerweile. Ich glaube, das hat doch was damit zu tun. Mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, wie viel Damage man bei, wie viel Zeug man bei Dingsbums kriegt. Da hoch muss ich. Wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? Muss ich da rüber? Sieht so aus. Sieht aber auch nicht so aus. Warum bin ich jetzt bei 60? Ja, wollte schon sagen. Also so viel musst du jetzt hier auch nicht rendern, dass du bei 60 FPS hier rumpimmelst. Ich mache einen Purzelbaum, Purzelbaum, Purzelbaum. Ich mache einen Purzelbaum, finde ich so. Das ist doch wie im Traum. Okay, ja. Maschinen. Sie wurden angekettet. Der Wal ist ein Bastler. Vielleicht experimentiert er oder er braucht ihre Teile. Vielleicht kann ich sie uns zunutze machen. Ich werde vorgehen. Bleib zurück, bis der Kampf beginnt. Okay, wir rücken nach. Was hast du vor? Erledige die Fremden mit Maschinen. Das war dumm. Warte mal, kann ich das Spiel neu laden? Ich will es mal probieren. Wirklich, ich habe es jetzt bei den letzten zwei Malen, als ich das gezockt habe, habe ich es nicht geschafft. Und das finde ich schade. Alter! Das ist blöd. Warum kann ich die denn nicht befreien? Oh,
Oder warum kann ich die nicht überbrücken? Viel Damage mache ich mit dem Speer jetzt nicht zwingend. Ich finde es halt nur blöd, dass auf der einen Seite... Ach, und die Maschinen. Oh, super. Und dafür haben sie die Garde gerufen? Weiterlaufen! Ja, ich bin ja dabei. Ach Quatsch, die werde ich nicht alle drauf gehen. Also schon, aber nicht alle. Ich nicht. Du bist am Ende. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Sag mal, ich bin nur zu blöd zu treffen, oder? Ja, es gibt Tage, wo ich einfach nicht treffe. Schlag zu, bis sie nicht mehr können. Bin ich ja dabei. Wasser muss hier irgendwo sein. Finden wir sie. Du hast einfach nicht genug Feuer, mein Freund. Yo. Das nehme ich doch mit. Ich will zwar nichts sagen, aber der ist, glaube ich, der ist ein bisschen geflogen. So. Was Schönes, hier haben halt Metallscherben und so ein Kram dabei. Das sind halt alle Sachen, die ich brauchen kann. Und ich meine, komm schon, wer lootet nicht? So, Maschinenausbeuterkiste von mir aus. Einfach alles gelootet. Da ist noch irgendwo ein Vieh.
Super. So, finde Ersa. Wo ist denn die Alte jetzt hin? Halteeinrichtung, Eisenlegierung für... Ja, oh, komm schon, ernsthaft, was ist denn... Warte mal. Da höre ich doch irgendwo was. Sagt, ihr sollt Dreck fressen. Verstehe, der arbeitet also mit Audiowellen, mit Ultraschallwellen und seine Leute haben Kopfhörer auf. Das sieht man. Er rennt. Lass es lieber. Ersa muss da drin sein. Wir müssen durch. Das hatte der schon im Ohr. Das würde ich nicht benutzen. Damit schützen sie sich wahrscheinlich vor diesen schrecklichen Tönen. Kann er sich kaputt machen? Also ich will zwar jetzt nicht sagen, dass das Zeug billig ist, was ich hier gerade baue, aber... Ich weiß nicht, warum der Schatten immer so komisch aussieht. Das ist egal mit welchem Rechner. Sie sehen immer teilweise komisch aus. Oha. Ersa! Genau so macht man das. Immer fester drauf. Fuck, das ist ja schon Folter. Der Wal wollte mich brechen. Ein netter Versuch. Hey, ich hätte bei dir sein sollen. Warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ich trinke zu viel, aber... Nein, du Idiot. Der Wal schickte eine Nachricht. Er wollte mit mir verhandeln. Ich nahm dich nicht mit, weil das ganz klar eine Falle war. Dir sollte nichts passieren. Aber die Falle war leider zu gut. Hätte ich nicht gedacht. Hör zu. Der Wal plant etwas Großes in Meridian. Er sagt, Avat wird erleben, wie Rauch seine Sonne verdunkelt. Fuck. Dein König braucht dich. Keine Kindereien mehr. Du musst jetzt schnell erwachsen werden. Okay. Versprochen. Und wehe, wenn nicht, kleiner Bruder. Lol. Nein! Nein, nein. Bitte. Ich enttäusche dich nicht. Versprochen. Erend ist... Es tut mir leid. Wir müssen Derwal finden. Aber Meridian ist groß. Ich gehe hier alles durch. Vielleicht gibt es einen Hinweis. Schallgerät. Die Menschen leben können. Ja, leben. Ich glaube, der hat mehr gemacht. Diese Maschine wurde akribisch auseinandergebaut.
Was hat der Wal durch seine Basteleien gelernt? Will ich das überhaupt wissen? Ich will zwar nicht sagen, Aloy, aber ich glaube nein. Warte mal, hier gibt's noch ein paar Sachen. Guck ich mal hier lang. Was wohl passiert, wenn ich es einschalte? Ich glaube, es funktioniert. So, jetzt sagt etwas, meine Täubchen. Ich weiß nicht. Was soll ich denn? Nur Notizen über seine Basteleien. Und da steckt ein Brief zwischen den Seiten. Viel Lohe auf dem Weg nach Meridian. Wenn wir die finden, finden wir bestimmt auch der Wal. Okay, ja, das wollte ich euch jetzt nicht. Konzentration plus brauche ich auf jeden Fall. Und Schnellladen ist auch nicht schlecht. Dafür brauche ich aber wieder 6 Fähigkeitspunkte. Das bedeutet mal wieder, für uns. So, Schaden, Handhabung. 60% Handhabung. Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Habe ich noch irgendwas Besseres als Feuer? Nein, eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Palast. Geh. Ich bleibe nicht lang. Ich muss mich noch um meine Schwester kümmern. Mhm. Gut. Nur 5000 gab's, aber jetzt müssen wir genau hier. Jetzt, wenn im DLS der Schatten umgesetzt wird. Sieht schon befremdlich aus. Aber okay, dann ist das so. Ja, nach Meridian. Dann machen wir eine Schnellreise. Ich muss auch mal wieder ein paar Schnellreisepakete basteln. Die Frage ist, fressen die fettes Fleisch? Das wäre jetzt natürlich wieder so ein Hin und Her. Donnerkiefer, Plünderer, Langbeine verfügen über ein Ortungsbauteil, das sich im Mondgras aufspüren kann. Schalte das Bauteil aus, um diese Fähigkeit zu deaktivieren. Ja, da mache ich am besten diese Explosionspfeile. Verderbnis-Tilgerin-Outfit-Schutz gegen Verderbnisschaden. Ja, das ist Verderbnis-Tilgerin-Outfit. Klingt logisch. Wie lange bin ich denn jetzt schon am Aufnehmen? 28 Minuten. Das ist für das Projekt relativ gering. Vielleicht kann der Chef uns hier ein bisschen weiterhelfen. Müssen wir aber mal schnell Bescheid geben, dass hier die Kacke am Dampfen ist. Dass wir zur Not auch mal in... Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Mein Bote wird die Neuigkeiten im Anrecht verbreiten. Warum warst du schneller hier als ich? Für ihre Trauerfeier gebraucht wird. Schön, dass du da bist. Es ist so schrecklich mit Ersa. Dass sie schließlich doch tot ist, erscheint grausam. Sie würde hier keine Zeit verschwenden. Sie würde Derwal suchen. Sie sagte, er sprach von Rauch, der die Sonne verdunkelt. Sag ihnen, was du gefunden hast. Ein Brief. Darin ging es um eine Lieferung Lohe an ein Lagerhaus hier. Aber der Empfänger war nicht der Wal, sondern ein Elon Schmied. Sagt dir der Name was? Kommt mir bekannt vor. Ja, ein Hausbesitzer. Die Osaram haben in der ganzen Stadt Häuser gekauft, eins davon unter diesem Namen. Mal sehen. Es steht am Rand des Berges, nahe beim Tempel. Es war mal ein Laden, der auch als Lager nutzbar ist. Wenn Derwal es unter falschem Namen gekauft hat, könnte er jetzt dort sein. Ich rufe meine Männer.
Wir treffen uns dort. Erend, warte. Denk dran, niemand hasst derweil mehr als dein eigener Stamm. Die Klane würden einiges für ihn geben. Er soll leben? Damit du um ihn feilschen kannst, das kann nicht dein Ernst sein. Für die Sicherheit müssen wir Frieden halten. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, nimm ihn gefangen. Und das ist dein Befehl. Aloy, einen Moment. Bitte. Als wir sprachen, sagte Erend mir nichts über die Details von Ersas Tod. Verständlich, natürlich. Aber da alles meiner Vorstellung überlassen blieb, male ich mir das Schlimmste aus. Du warst dort. Hat sie gelitten. Sie dachte nicht an ihre Schmerzen. Sie machte sich Sorgen um ihren Bruder. Und sie dachte an euch. Danke, Aloy. Es tut gut zu wissen, dass sie ebenso sehr an mich dachte, wie ich an sie. Hatten sie irgendwas miteinander, oder? Er wird für sein Verbrechen büßen. Ich wollte ihm jetzt nicht unbedingt irgendwas vorwegnehmen. Ich mag diese Herzentscheidung einfach, weil die einfach ein bisschen, weil die halt mitleids, weil die halt, ja, herzlich halt sind. Das wird auch spannend, wenn das hier durch ist. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf vielleicht ein bisschen vorbereiten sollte. Von wegen, ja. Na komm, rennen wir mal durch. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier wie so ein Springfloh durch die Gegend zu hopsen. Hast du einen Augenblick, Fremde? Nee, hab ich nicht. Ob ich eine Geschichte zu hören kriege? Tatkräftige Abenteurer! Heda, gute Scherben! Okay, Schluss damit, wenn ich... Ich meinte nur... eine. Also, heuerte ich ein paar Leute an. Ich zahlte... Und jetzt? Ja, ja. Wenn ich dem ge... Du wirst ab und ganz, wenn es Zahlung... Das ist ein Arsch. Der wollte nur, dass wir irgendwas finden. Der will aber eigentlich nur unsere Waffen haben. Also für die Leute, ja gut, ich meine Spoiler, ne? Ihr guckt euch ein Let's Play an und holt dann über Spoiler rum. Die Quest werde ich nicht machen. Bist du da, Derval? Der lockt uns nämlich. Der lockt uns nämlich nur in eine Falle. Oder er hat eine Überraschung für uns. Ist das eine Bombe? Eine echte Bombe. Sieht nicht besonders groß aus. Gut gefährdet, groß genug, um uns zu töten. Stimmt. Ich halte meinen Mund. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Genug, um uns alle zu töten, ja. Ich halte besser den Mund. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe ein Feuersturm entfachen. Das ist viel Lohe. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja, das ist mir schon klar. Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Dann müssen wir die Lohe loswerden. Das sieht doch schon so weit aus, als könnte man hier, aua, hier... Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Aha. Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Und jetzt runter damit. Erend, helf mal mit! Hilf mir, das muss raus. Okay. Hohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Vermutlich nicht. Jetzt drück. Ha ha ha.
Die beiden. Das ist schon ein süßes Team. Vermutlich. Ja, ihr habt's überlebt. Geschafft. Der war die beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagte, Abarth soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsst ihr in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Guter Mann. Wunderbar. Ich werde gleich nochmal Pipi machen. Ach ja, Erend. Ich finde ihn super. Untersuche das Gebiet. Stiefelspuren. Ein wenig Lohe darin. Da müssen wir mal folgen. Also, der will irgendwie, dass wir da was suchen und ist dann von unserem Speer begeistert. Der Typ, der uns da jetzt hier die Quest gegeben hat. Und sagt, er hat da ein paar Söldner losgeschickt und Pipapo, die kamen nicht wieder. Ein Problem liegt daran, dass die Söldner für ihn arbeiten. Und immer wenn er halt Leute findet, die halt seine Aufgabe machen, dann überfallen seine Söldner ihn. Also uns dann. Und dementsprechend ist es dann halt so. Noch eins von der Walz verstecken? Das machen wir beim nächsten Mal, Leute. Ich muss ganz dringend auf Toilette. Ich trinke zu viel. Nee, auf jeden Fall ist es dann so, dass er die Leute halt überfällt und dann sein Waffenrepertoire halt erhöht. Immer wenn er jemand Gutes mit einer guten Waffe findet, schickt er, sagt, ja, ich brauche deine Hilfe, du bist guter Jäger, mach doch mal das und das. Ja. Und ja, ist halt nervig. So, hier. Macht's gut, Leute. 40 Minuten kann man mal geben. Muss ja nicht immer eine Stunde sein. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Horizon Zero Dawn. Tschüss.